Wenn sich die Nacht auf unseren Planeten senkt und unsere vertraute Welt in Dunkelheit versinkt, beginnen seltsame Geschöpfe sich zu regen. Die meisten Tierarten auf unserem Planeten sind nachtaktiv. Aber das Schauspiel ihres nächtlichen Lebens bleibt unseren Augen verborgen. Es sind Geschöpfe, die sich einer Welt ohne Licht perfekt angepasst haben. Einer Welt, über die wir kaum etwas wissen. Ausgerüstet mit Spezialkameras ist ein Filmteam unterwegs in die entlegensten Regionen Südamerikas. Unglaublich! Um das geheime Leben der Tiere in der Nacht zu erkunden. Es ist eine Reise ins Unbekannte. Da ist er. Er kann mich riechen. Nicht weglaufen. Holt mich hier raus. Komm her, Riecher. Sechs Monate lang reist eine Gruppe von Biologen und Tierfilmern durch Mittel- und Südamerika. Durch Regionen mit den vielleicht vielfältigsten Lebensräumen der Welt. Sie wollen erforschen, warum Tiere die Nacht bevorzugen und wie sie überleben in einer Welt ohne Licht. Die erste Etappe waren die Dschungel von Costa Rica. Für den zweiten Abschnitt der Expedition geht es weiter nach Süden. Das Team hat sich aufgeteilt, um drei sehr unterschiedliche Lebensräume im dunklen Herzen Südamerikas zu erkunden. Der Fachmann für Insekten, Dr. George McGavin, erforscht in Venezuela einen Ort ewiger Finsternis. Eine Höhle, die noch nie ein Biologe betreten hat. Hier gibt es Höhlen, die in Millionen von Jahren entstanden sind und in die noch nie ein Sonnenstrahl gefallen ist. Alle Tiere dort haben sich über diesen enormen Zeitraum hinweg in völliger Finsternis entwickelt. Und vermutlich sind wir die ersten Menschen, die sie zu Gesicht bekommen. Die Höhle wurde 2009 von einem internationalen Höhlenforscherteam entdeckt. George hat sich der Gruppe angeschlossen, die jetzt zum ersten Mal in die Höhle zurückkehrt. Dieser Ort war so lange isoliert, dass wahrscheinlich alles, was wir hier entdecken, völlig neu ist. Ihr Basislager haben sie auf diesem riesigen Tafelberg aufgeschlagen. Der Höhleneingang liegt verborgen im dichten Dschungel, tief unter ihnen, am Fuß dieser Klippe. Von hier bis zum Ende des Seils sind es 110 Meter. Das ist ein sehr langer Weg nach unten. Ein sehr, sehr langer Weg. Seit Millionen von Jahren ist die Höhle ohne Licht. Zeit genug für neue Spezies, um sich zu entwickeln. Was für Geschöpfe leben hier? Und wie haben sie sich in der ständigen Dunkelheit eingerichtet? George will es herausfinden. ...2700 Kilometer weiter südlich, am Rand des Amazonasbeckens, ist der Naturfilmer Gordon Buchanan auf dem Weg ins Pantanal, dem größten Binnenfeuchtgebiet der Welt und dem vielfältigsten. Das Pantanal ist eine der artenreichsten Regionen der Welt. Es ist voller Leben, aber die meisten Tiere, die man tagsüber sieht, ziehen sich in der Nacht zurück und werden durch eine völlig andere Art von Tieren abgelöst. Und über dieses nächtliche Treiben ist so gut wie nichts bekannt.
Gordon macht sich an die Arbeit. Ganz oben auf seiner Wunschliste steht eines der merkwürdigsten Lebewesen Südamerikas, der große Ameisenbär. In anderen Regionen sind Ameisenbären tagaktiv. Hier jedoch, so berichten Wissenschaftler, treten sie erst nach Anbruch der Dunkelheit in Erscheinung, um der erbarmungslosen Hitze zu entgehen. Es sind 42 Grad im Schatten. Keine Ahnung, wie viel es in der Sonne sind, aber es ist mörderisch heiß. Wie kommt ein eigentlich tagaktives Tier im Dunkeln zurecht? Eine hochmoderne Nachtsichtkamera soll Gordon helfen, das herauszufinden. Er will in Erfahrung bringen, was diese riesigen Tiere des Nachts unternehmen. In Venezuela hat George inzwischen den Höhleneingang erreicht. Es ist sein vorerst letzter Blick aufs Tageslicht. Bin durch. 4 Tage lang wird das Team dem Fluss 5 Kilometer weit durch die Höhle folgen, auf der Suche nach Leben in der Finsternis. Und schon nach wenigen Schritten... Seht euch das an. ...macht George eine erste Entdeckung. Das ist eins der bemerkenswertesten Höhleninsekten überhaupt. All diese Fäden werden von einer Fliegenlarve produziert. Da ist sie. Sie spinnt diese senkrechten Fäden und an denen sind extrem klebrige, schmierige Klümpchen. Da, fantastisch. Und da ist ein Beutetier. Es lebt noch. Dieses Raubtier nutzt die Dunkelheit. Es webt seine Falle in der Nähe des Höhleneingangs. Insekten, die sich hier hinein verirren, können die Fäden nicht sehen, in denen sich einige dann unweigerlich verfangen. Die Larve hangelt sich an den senkrechten Faden nach unten, frisst die Beute und verschwindet wieder nach oben. Die Fäden sind überall. Für ein kleines fliegendes Insekt wie dieses steckt die Höhle voller Gefahren. Und so erwartet sie drinnen ein böses Ende. Naja, eher ein klebriges. Die Larvenfalle ist ein erstes beeindruckendes Beispiel für die Anpassung an ein Dasein ohne Licht. George und das Team dringen tiefer in die Unterwelt ein, auf der Suche nach weiteren Lebensformen. Weiter im Süden, am Oberlauf des mächtigen Amazonas, arbeitet sich das dritte Team in den peruanischen Regenwald vor. Ihr Basislager ist ein alter Flussdampfer. An Bord Tropenspezialist Bryson Voiron und Kamerafrau Sophie Darlington. Der Amazonas ist der Traum eines jeden Naturfilmers. Hier gibt es die aufregendsten Tiere der Welt. Bryson ist Experte für die großen Säugetiere dieser Region. Am Tag weiß ich, was mich erwartet, aber nachts ist das was ganz anderes. Die meiste Zeit des Jahres ist der Urwald mehrere Meter hoch überflutet. Es ist ein einzigartiger Lebensraum, den das Team hier erforschen kann. Da es am Boden kaum trockene Flächen gibt, leben viele Tiere auf Bäumen. Sophie ist auf der Suche nach einem ganz besonderen Affen. Über 100 verschiedene Affenarten leben im Amazonasgebiet, aber nur eine kommt erst in der Nacht heraus. Der Nachtaffe. Es wäre fantastisch zu beobachten, wie sie sich nachts in den Bäumen bewegen. Sophie hat sich einen früchtetragenden Baum ausgesucht und hofft, dass die Affen zum Fressen kommen. Um mit ihnen auf einer Höhe zu sein, muss sie sich auf eine kleine Plattform 30 Meter über dem Wasser kauern. Es ist eine Herausforderung für sie. Sophie hat zwar 20 Jahre Erfahrung als Tierfilmerin, aber nur auf ebener Erde. Angenehm ist das nicht gerade.
Ganz schön merkwürdiges Gefühl, so über den Bäumen. Sie wird Glück und Ausdauer brauchen, um brauchbare Aufnahmen von den Affen zu bekommen. Aber die Aussicht auf einen einzigartigen Einblick in das nächtliche Treiben hier oben ist aller Mühe wert. Während Sophie sich in den Baumwipfeln auf die Lauer legt, geht Bryson im Wasser auf die Pirsch. Er sucht nach nachtaktiven Tieren im Unterholz und in den Gewässern des Schwemmwaldes. Mein Plan ist, mit kleinen Booten, starken Taschenlampen und Scheinwerfern in den Wald einzudringen, um hoffentlich einige der Spezies zu entdecken, die in diesem Teil des Amazonas nachts unterwegs sind. Nacht senkt sich über Südamerika. Im Pantanal verlässt George das Lager und macht sich auf die Suche nach den großen Ameisenbären. Unzählige Arten, die sich bei Tageslicht verborgen hatten, kommen jetzt nach und nach ins Freie. Die Nachtschicht hat begonnen. Es dauert nicht lange, bis sich im Sucher von Gordons Wärmebildkamera etwas tut. Right. Oh. Die Sensoren der Kamera reagieren auf warmblütige Tiere vor einem kühleren Hintergrund und lassen sie hell leuchten. Es ist ein Nandu. Er kann nicht fliegen, aber es ist der größte Vogel Südamerikas. Da, ist das nicht niedlich? Er hat seine Küken dabei. Aber Nandus sind alles andere als niedlich, wenn es um ihre Jungen geht. Tagsüber halten sich die meisten Raubtiere von den riesigen Vögeln fern. Schließlich sind sie über 1,5 Meter groß und mit einem Tritt ihrer muskelbepackten Beine können sie fast jeden Knochen brechen. Aber in der Nacht sind die Karten anders verteilt. Da sie im Dunkeln kaum etwas sehen, haben sie einem Überraschungsangriff wenig entgegenzusetzen. Also machen sie das einzig Richtige. Sie gehen auf Tauchstation. Eine zweite Spezialkamera, die mit einem Licht aufnimmt, das Tiere nicht wahrnehmen können, ermöglicht Gordon einen noch intensiveren Einblick. Die Küken sind Mini-Versionen der Erwachsenen. Das ist übrigens nicht die Mutter, sondern der Vater. Das Weibchen legt die Eier, der Vater brütet sie aus. Für sie war es das dann. Und er macht das unglaublich gut. Er nimmt sie unter seine Flügel. Aussitzen ist eine überraschend erfolgreiche Taktik, um sich im Dunkeln vor Raubtieren zu schützen. Genau wie Menschen sind auch Nandus im Dunkeln so gut wie blind. Aber sie können sehr gut hören. Beim ersten Geräusch stieben sie auseinander. Dann ruft das Männchen seine Küken wieder zu sich, um an einem anderen, sichereren Ort die dunklen Stunden zu überstehen. Für das Amazonas-Team, Sophie und Bryson, heißt es Geduld haben. Jetzt jede Minute ist die Hölle. Um in der Dunkelheit an das Blut ihres Opfers zu kommen, orientieren sich die Moskitos am Kohlendioxid, das Sophie ausatmet. Wenn du dermaßen gestochen wirst, ist es verdammt schwer, ruhig und konzentriert zu bleiben. It's really quite hard. Ich bin ganz schön fertig. Ich will eigentlich nur noch schlafen.
Als der Tag anbricht, ändert sich die Szenerie im überfluteten Wald. Eine andere Art von Tieren taucht auf. Das Sonnenlicht macht aus dem Dschungel einen freundlicheren Ort. Und für das Team ist endlich Gelegenheit zur Erholung. Während draußen der Tag zur Neige geht, verfolgt George tief im Inneren des Tafelberges seinen Weg durch die ewige Finsternis. An der Oberfläche hilft ausgeklügelte Technik, die Geheimnisse der Dunkelheit zu enthüllen. Hier unten ist George, ganz altmodisch, nur auf seine Augen angewiesen. Inzwischen sind sie in tiefere Regionen vorgestoßen und hier hat das Höhlenforscherteam vor 3 Jahren etwas ganz Besonderes entdeckt. Was wir suchen, ist ein kleiner, blasser Wels. Dieser Wels gehört höchstwahrscheinlich einer neuen Spezies an und ist vermutlich die einzige Fischart, die in diesen Bergen vorkommt. Wie kommt er hierher? Und wie überlebt er im Dunkeln? George! Habt ihr einen? Well done, guys. Gut gemacht, Jungs. Seht ihn euch an. Hier ist er. Fantastisch. Ich halte in meiner Hand die einzige Fischart, die je in einem Tafelberg gefunden wurde und die nur in diesem Höhlenfluss lebt. Und er ist irgendwie hier hineingekommen. Es ist eine außergewöhnliche Entdeckung. Angesichts der Tatsache, dass es weit und breit keinen anderen Fisch gibt, ist es ein Rätsel, wie es seine Vorfahren in die Höhle verschlagen hat. Seit Jahrtausenden von der Außenwelt abgeschnitten und in völliger Dunkelheit verloren diese Wälse nach und nach ihr Hautpigment, das ihnen draußen zur Tarnung diente. Ohne Licht hat es keine Funktion. Von einer Generation zur nächsten passten sich diese Fische immer mehr der Dunkelheit an. Ich bin mir nicht sicher, ob er völlig blind ist. Er hat Augen, aber noch 1 Million Jahre und er wird vollständig blind sein. Sie entwickeln sich in der totalen Finsternis dieser Höhle. Augen sind für sie absolut wertlos. Statt seiner Augen nutzt dieser Fisch andere Sinne. Die langen Barteln am Maul sind Tastorgane, ähnlich den Schnurrhaaren einer Katze. Und in seinen Schuppen verfügt der Mini-Wels über Geschmacksknospen, mit denen er sich den Weg zur nächsten Mahlzeit erschmecken kann. Der Regen spült reichlich Nahrung in die Höhle. Flick, Algen. Und all das wird hier abgelagert. Er muss nirgendwo hin, um zu fressen. Das Futter kommt zu ihm. Okay, Zeit, dass wir unseren kleinen Star wieder seiner Wege ziehen lassen. Wundervoll. Im Pantanal wartet Gordon immer noch darauf, einen großen Ameisenbären zu Gesicht zu bekommen, von dem es heißt, dass er hier nachts aktiv ist. Der Baum hier ist perfekt. Um seine Chancen zu erhöhen, installiert Gordon Fotofallen in dem Gebiet, in dem Ameisenbären gesehen wurden. So, kann losgehen. Ready to go. Wenn sich ein Tier in der Nacht diesen Bäumen nähert, wird ein Infrarot-Bewegungssensor die Kameras auslösen. Und was immer das Tier tut, wird aufgezeichnet. Oh, look at this. Seht mal hier.
Das sind sehr interessante Spuren an diesem Baum. Sieht aus, als hätte jemand mit einer Machete dran rumgehackt. Aber es sind zu viele Kratzer, um von einem Menschen zu stammen. Hier ist eine große Kerbe. Welches Tier auch immer diese Spuren hinterlassen hat, es ist riesig. Diese Kratzer sind so weit oben, dass ich nicht drankomme. Ein idealer Platz für eine Fotofalle. Wenn dieses Tier hierher zurückkommt, werden wir gute Aufnahmen von ihm bekommen. Aber rätselhaft ist das Ganze schon. Ich habe so etwas noch nie gesehen. Nachdem er seine Fotofallen aufgebaut hat, macht sich Gordon wieder auf die Suche nach dem großen Ameisenbären. Bei Sonnenuntergang bereitet sich das Amazonas-Team auf eine weitere Nacht im Dschungel vor. Bryson dringt tiefer in den überschwemmten Wald ein. Stopp! Seht euch das an. Ein riesiges Dreifinger-Faultier-Weibchen. Es schläft da einfach. Auch wenn sie immer müde wirken, Faultiere verbringen mehr Zeit im Wachzustand als schlafend. Sie sind polyphasisch, das heißt sowohl tag- als auch nachtaktiv. Da, sie fängt an zu klettern. Nachts in Baumwipfeln herumzuklettern ist gefährlich. Eine falsche Bewegung könnte zum tödlichen Absturz führen. Bryson bietet sich die Chance, einige der überaus speziellen Fähigkeiten der Faultiere zu studieren. Sie riecht den Zweig, auf dem sie klettert. Faultiere würden nie auf einen abgestorbenen Ast steigen. Sie haben einen erstaunlichen Geruchssinn. Faultiere können einen brüchigen, verrotteten Ast allein am Geruch erkennen. Und damit sie sich in der Nacht in den Baumkronen zurechtfinden, erstellt ihr Gedächtnis einen regelrechten Baumatlas. Sie können sich genau daran erinnern, wie die Baumwipfel miteinander verbunden sind. Sie weiß wahrscheinlich ganz genau, wo sie hingeht. Sie ist weit genug unten. Wir können sie uns mal genauer ansehen. Sie ist hinter den Ästen. Da oben. Die meiste Zeit ihres Lebens verbringen Faultiere hoch oben in den Bäumen. Dass eins so weit herunterkommt, ist selten. Faultiere sind Brysons Spezialgebiet. So eine Gelegenheit kann er sich nicht entgehen lassen. Wow. Ist sie nicht eine Schönheit? Schaut sie euch an. Absolut umwerfend. Seit 10 Jahren arbeite ich jetzt mit Faultieren. Es stresst sie nicht wirklich, wenn man sie so nimmt. Sie fühlen sich ganz wohl dabei. Aus der Nähe sehen sie wirklich seltsam aus. Erstaunlicherweise haben Faultiere nichts dagegen, dass ihr Fell vor Insekten nur so wimmelt. Faultiere haben eine spezielle Beziehung zu einer Motte, der sogenannten Faultiermotte. Diese Motten verbringen ihr ganzes Leben auf dem Rücken eines Faultiers. Da krabbelt gerade einer auf ihr rum. Der Faultierpelz schützt die Motte vor Feinden. Aber ob das Faultier etwas von dieser Verbindung hat, und wenn ja, was, bleibt sein Geheimnis. Jetzt hat sie meine Lampe. Ich glaube, sie will heim. Ich setze sie wieder in ihren Baum. Okay, ab nach Hause. Im Pantanal wartet Gordon noch immer auf einen Ameisenbären. In einem kleinen Waldstück hat er eine Bewegung wahrgenommen. Es ist nicht der große Ameisenbär, den er sich erhoffte, aber einer seiner Vettern. Ist das nicht das merkwürdigste Tier, das man je gesehen hat?
Ein kleiner Ameisenbär, nur wenige Meter vor mir. Unglaublich. Kleinere Ameisenbären verbringen bis zu 60% ihrer Zeit in Bäumen. Er ist runtergekommen. Vielleicht kann ich ihm folgen. Aber häufig verlassen sie ihren Hochsitz, um in einen anderen Teil des Waldes zu wechseln oder auf dem Boden nach Futter zu stöbern. Da ist er. Jetzt seht euch diesen mutigen kleinen Kerl an. Wahnsinn, einem wilden Tier wie diesem so nahe zu kommen. Ameisenbären sind entfernte Verwandte der Faultiere. Und auch sie stöbern sowohl am Tag als auch in der Nacht nach Futter. In diesem Baumstamm sind wahrscheinlich Ameisen oder Termiten. Ameisenbären sehen schlecht. Um ihren Feinden auszuweichen oder Beute aufzuspüren, sind sie auf ihre Nase und ihre Ohren angewiesen. Hier könnt ihr sehen, hinter was er her war. Diese Termiten. Er hat einfach die Rinde abgezogen. Unter diesem morschen Holz sitzen Millionen von Termiten. Also steckt er einfach die Zunge rein und leckt sie auf. Es gibt hier offensichtlich ausreichend Nahrung für Ameisenbären, sogar für große. Ein vielversprechendes Zeichen. George ist inzwischen gut 3 Kilometer tief in die Höhle eingedrungen. Nur wenige Lebewesen können in dieser totalen Finsternis existieren. Oh my God! Mein Gott! Ich kann kaum glauben, was ich da sehe. Eine schwimmende Grille. Oh my God! Ein ausgewachsenes Weibchen. Das ist eines der merkwürdigsten Höhlentiere, das ich jemals gesehen habe. Grillen gibt es auf der ganzen Welt, aber diese Art ist einmalig. Indem es sich seiner Umgebung anpasste und sich ganz auf seinen Tast- und Geruchssinn verließ, wurde dieses sonderbar aussehende Tier zum Beutemacher schlechthin. Es ist für die Jagd in absoluter Dunkelheit perfekt ausgerüstet. Es hat alles, was es dazu braucht. Lange, extrem sensible Fühler und 2 Palpi, um seine Beute zu ertasten. Dann diese außergewöhnlich stacheligen Beine. Wenn es damit etwas berührt, spürt es das und packt seine Beute mit diesen enorm großen Kiefern. Das ist der Löwe dieser Höhle. Jemand, dem man nicht so gern begegnet, wenn man ein Käfer ist. Schaut sie euch an, sie ist riesig. Gott, ist die stark. Und sie versucht mir den Finger zu beißen. Sie will mir den Daumen abschneiden. Hey, ich halte dich nicht mal fest. Geh einfach weg, bitte. Hoffentlich werde ich sie so los. Tiere können im Dunkeln genauso gut leben wie wir im Tageslicht. Sie brauchen lediglich die richtigen Sinne, Tastsinn, Geruch und Gehör. Als sich Bryson in die Tiefen des Schwemmwaldes vorarbeitet, trifft er auf ein Geschöpf, dessen Gehör seinesgleichen sucht. Da schwimmt ein Delfin neben meinem Boot. Sie sind nachts ziemlich laut. Es ist eine ganze Schule, man kann sie atmen hören. Right
Tausende Kilometer von mir entfernt haben diese rosa Flussdelfine die Voraussetzungen für das Leben im Süßwasser des Schwemmwaldes entwickelt. Um sich zurechtzufinden und zu jagen, senden sie Klicklaute aus und orientieren sich an den Echos. Mir war nicht bewusst, dass der Dschungel so hoch überflutet ist, dass ein Delfin tatsächlich hier, mitten im Wald, kilometerweit vom Fluss, auf Nahrungssuche gehen kann. Und sie tun es in der Nacht. Dank ihres perfekt abgestimmten Sonars finden sich die Delfine in dieser totalen Finsternis hervorragend zurecht. Die Nachtwachen hoch oben in ihrem Baum haben sich für Sophie endlich ausgezahlt. Ich glaube, ich habe einen gehört. Da, das ist ein Nachtaffe. Da rüttelt was an den Ästen. Nach Tagen der Enttäuschung kann Sophie endlich die wilden Affen in den Baumkronen filmen. Wir sind noch im Unterschlupf, da kommt noch einer. An der Fee. Und sie fressen. Echt cool. That's very cool. It's just pure. Das ist ein super Beispiel für ein Tier, das für die Nacht perfekt ausgestattet ist. Während alle anderen Primaten schlafen, sind sie hier ganz allein und haben die Bäume für sich. Im Unterschied zu vielen anderen Nachttieren verlassen sich diese Affen auch im Dunkeln auf ihre Augen. Die großen glühenden Augen, das ist ihr hervorstechendes Merkmal. Ihre Augen sind um 50% größer als die anderer Affen und perfekt an die Dunkelheit angepasst. Ihr Farbsinn und ihre Sehschärfe haben sich zugunsten der Lichtempfindlichkeit zurückentwickelt. Ihre Netzhaut ist voller Zellen, die selbst das schwächste Licht registrieren. Um mehr über das Verhalten der Affen in der Dunkelheit herauszufinden, greift auch Sophie zur Wärmebildkamera. Unglaublich, wie er einfach von Ast zu Ast hüpft. Wirklich unglaublich. Sophies Bilder zeigen, wie ihre hochsensiblen Augen den Affen ermöglichen, in der Dunkelheit Äste zu erkennen und Entfernungen abzuschätzen. Es ist das erste Mal, dass sie mit einer Wärmebildkamera gefilmt werden. Das ermöglicht ganz neue Einblicke. Gleich springt er. Er springt. Unglaublich. Dieser Affe ist gerade 3 Meter durch die Luft gesprungen. Es sind einzigartige Aufnahmen, die Sophie von diesen bemerkenswerten Tieren gemacht hat. Jetzt muss sie es nur noch schaffen, sie am Tag in ihren Schlafplätzen zu filmen. In der Ebene des Pantanal hat Gordons Wärmebildkamera inzwischen etwas Großes erfasst. Oh mein Gott. Seht doch nur. Look, 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 look. Den unverkennbaren Umriss eines großen Ameisenbären. Fabelhaft. Es ist das erste Mal, dass ich einen zu Gesicht bekomme. Und ich bin nicht enttäuscht. Ein unglaubliches Tier. I'm not disappointed. It is an incredible beast.
Wie der kleinere Ameisenbär hat auch dieser Riese eine Sehschwäche. Um sich im Dunkeln zurechtzufinden, nutzt er seinen ausgeprägten Geruchssinn. Er hat diese große, lange Nase. Ich glaube, man kann ohne weiteres sagen, dass der große Ameisenbär das seltsamste Tier ist, das sich auf diesem Planeten herumtreibt. Mal sehen, ob ich näher rankomme. Ich versuch's mal. Also, dieses Tier ist hinter der gleichen Brücke her wie der kleine Ameisenbär, den wir vorhin gesehen haben. Ameisen und Termiten. Aber natürlich braucht ein Monstrum wie der da sehr viel mehr davon. Der große Ameisenbär ist eigentlich kein Nachttier. In anderen Regionen Südamerikas sucht er tagsüber nach Nahrung. Aber dank seines Geruchssinns ist er ohne weiteres voll nachttauglich. In extrem heißen Gebieten wie dem Pantanal nutzt er die kühlen Nachtstunden und schläft tagsüber. Er ist immer noch unterwegs. Ich versuche, an ihm dran zu bleiben. Große Ameisenbären können ziemlich schnell sein. Mit seinen schweren Kameras kann Gordon dann nicht Schritt halten. Ich habe ihn verloren. Das passiert schnell im Dunkeln, trotz der ganzen Technik. Nach einer enttäuschend kurzen Begegnung gibt Gordon die Verfolgung auf. Er hofft, dass die Kamerafallen mehr von dem nächtlichen Treiben aufgezeichnet haben. Als es hell wird, checkt Gordon die Kameras. Mit etwas Glück verrät das Material, was diese Giganten während der Nacht unternehmen. Right. Also. Here we go. Oh, seht euch das an. Die Fallen haben funktioniert. Oops. Er schnuppert. Er schnüffelt an dem Baum herum. Die Kameras haben über 15 Stunden Material aufgenommen. Die Überraschung? Gleich mehrere Tiere haben denselben Baum aufgesucht. Seht nur, der hat ein Baby auf dem Rücken. Man kann es gerade so erkennen. Der Baum, an dem Gordon die merkwürdigen Kratzspuren entdeckt hat, scheint die Ameisenbären anzuziehen. Oh, wow! Also, das ist es. Wow! Dieser Ameisenbär geht den Baumstamm hoch. Das heißt, sie klettern. He's technically climbing. Große Ameisenbären sind Bodenläufer. Dass sie klettern, ist absolut neu. Gordon hat mehr erreicht, als diese Tiere einfach nur zu filmen. Es ist ihm gelungen, ein völlig neues Verhalten zu dokumentieren. Es ist das erste Mal, dass es im Bild festgehalten wurde. In den Schwemmwäldern des Amazonas hat Sophie inzwischen den Schlafplatz der Nachtaffen gefunden. Ihre Augen, die in der Nacht schon so intensiv leuchten, wirken bei Tageslicht noch eindrucksvoller. Der kleine Gans. Für ihn ist es offensichtlich Schlafenszeit, aber er ist so neugierig, dass er unbedingt noch mal aus dem Loch gucken musste. Indem sie sich an ein Leben in der Dunkelheit angepasst haben, vermeiden die Nachtaffen den Konkurrenzkampf um Nahrung und können sich vor tagaktiven Feinden schützen. Ich habe noch nie so etwas Großartiges gefilmt. Diese Affen am Tag an ihrem Schlafplatz zu beobachten, ist der perfekte Abschluss für Sophies Mission. Nachdem George 4 Tage in völliger Dunkelheit 5 Kilometer weit dem unterirdischen Fluss gefolgt ist, geht es nun nicht mehr weiter.
Wir sind am Ende des unterirdischen Stroms angekommen. Er verschwindet hier zwischen riesigen, heruntergebrochenen Gesteinsbrocken. Sonnenlicht, der schönste Anblick, den es gibt, wenn man so lange in der Dunkelheit war. Geschafft. Es wird immer heller. Es tut fast schon weh in den Augen. Und was einen noch fast umhaut, ist die frische Luft. Was für ein Ausblick. Das ist meine Welt. So faszinierend die Dunkelheit auch ist und die Tiere, wir sind eben keine Geschöpfe der Nacht. Wir sollten hier draußen in der Sonne sein. Hier gehöre ich hin. Es ist das Ende einer außergewöhnlichen Reise. Im nächtlichen Schwemmland und in der immerwährenden Finsternis einer Höhle haben sich wundersame Tiere und neue Arten entwickelt, um in einer fremdartigen Welt zu überleben. Indem sie ihre Sinne und ihr Verhalten der Dunkelheit anpassten. In der nächsten Folge begibt sich das Team an das untere Ende des Kontinents. Zur letzten Etappe unserer Expedition. An die stürmische Spitze Südamerikas. Seht euch das an. Gruselig. Wo weitere nächtliche Geheimnisse auf sie warten. Was ist das? Die Küken sind Mini-Versionen der Erwachsenen. Das ist übrigens nicht die Mutter, sondern der Vater. Das Weibchen legt die Eier, der Vater brütet sie aus. Für sie war es das dann. Und er macht das unglaublich gut. Er nimmt sie unter seine Flügel. Aussitzen ist eine überraschend erfolgreiche Taktik, um sich im Dunkeln vor Raubtieren zu schützen. Genau wie Menschen sind auch Nandus im Dunkeln so gut wie blind. Aber sie können sehr gut hören. Beim ersten Geräusch stieben sie auseinander. Dann ruft das Männchen seine Küken wieder zu sich, um an einem anderen, sichereren Ort die dunklen Stunden zu überstehen. Für das Amazonas-Team, Sophie und Bryson, heißt es Geduld haben. So viele Moskitos habe ich noch nie gesehen. Jetzt jede Minute ist die Hölle. Um in der Dunkelheit an das Blut ihres Opfers zu kommen, orientieren sich die Moskitos am Kohlendioxid, das Sophie ausatmet. Wenn du dermaßen gestochen wirst, ist es verdammt schwer, ruhig und konzentriert zu bleiben. Ich bin ganz schön fertig. Ich will eigentlich nur noch schlafen. Yeah.
Als der Tag anbricht, ändert sich die Szenerie im überfluteten Wald. Eine andere Art von Tieren taucht auf. Das Sonnenlicht macht aus dem Dschungel einen freundlicheren Ort. Und für das Team ist endlich Gelegenheit zur Erholung. Während draußen der Tag zur Neige geht, verfolgt George tief im Inneren des Tafelberges seinen Weg durch die ewige Finsternis. An der Oberfläche hilft ausgeklügelte Technik, die Geheimnisse der Dunkelheit zu enthüllen. Hier unten ist George, ganz altmodisch, nur auf seine Augen angewiesen. Inzwischen sind sie in tiefere Regionen vorgestoßen und hier hat das Höhlenforscherteam vor 3 Jahren etwas ganz Besonderes entdeckt. Was wir suchen, ist ein kleiner, blasser Wels. Dieser Wels gehört höchstwahrscheinlich einer neuen Spezies an und ist vermutlich die einzige Fischart, die in diesen Bergen vorkommt. Wie kommt er hierher? Und wie überlebt er im Dunkeln? George! Habt ihr einen? Well done, guys. Gut gemacht, Jungs. Seht ihn euch an. Hier ist er. Fantastisch. Ich halte in meiner Hand die einzige Fischart, die je in einem Tafelberg gefunden wurde und die nur in diesem Höhlenfluss lebt. Und er ist irgendwie hier hineingekommen. Es ist eine außergewöhnliche Entdeckung. Angesichts der Tatsache, dass es weit und breit keinen anderen Fisch gibt, ist es ein Rätsel, wie es seine Vorfahren in die Höhle verschlagen hat. Seit Jahrtausenden von der Außenwelt abgeschnitten und in völliger Dunkelheit verloren diese Welse nach und nach ihr Hautpigment, das ihnen draußen zur Tarnung diente. Ohne Licht hat es keine Funktion. Von einer Generation zur nächsten passten sich diese Fische immer mehr der Dunkelheit an. Ich bin mir nicht sicher, ob er völlig blind ist. Er hat Augen, aber noch 1 Million Jahre und er wird vollständig blind sein. Sie entwickeln sich in der totalen Finsternis dieser Höhle. Augen sind für sie absolut wertlos. Statt seiner Augen nutzt dieser Fisch andere Sinne. Die langen Barteln am Maul sind Tastorgane, ähnlich den Schnurrhaaren einer Katze. Und in seinen Schuppen verfügt der Mini-Wels über Geschmacksknospen, mit denen er sich den Weg zur nächsten Mahlzeit erschmecken kann. Der Regen spült reichlich Nahrung in die Höhle, Schlick, Algen. Und all das wird hier abgelagert. Er muss nirgendwo hin, um zu fressen. Das Futter kommt zu ihm. Okay, Zeit, dass wir unseren kleinen Star wieder seiner Wege ziehen lassen. To go back into the wild. Wundervoll. Im Pantanal wartet Gordon immer noch darauf, einen großen Ameisenbären zu Gesicht zu bekommen, von dem es heißt, dass er hier nachts aktiv ist. Der Baum hier ist perfekt. Um seine Chancen zu erhöhen, installiert Gordon Fotofallen in dem Gebiet, in dem Ameisenbären gesehen wurden. So, kann losgehen. Ready to go. Wenn sich ein Tier in der Nacht diesen Bäumen nähert, wird ein Infrarot-Bewegungssensor die Kameras auslösen. Und was immer das Tier tut, wird aufgezeichnet. Sieht mal hier.
Das sind sehr interessante Spuren an diesem Baum. Sieht aus, als hätte jemand mit einer Machete dran rumgehackt. Aber es sind zu viele Kratzer, um von einem Menschen zu stammen. Hier ist eine große Kerbe. Welches Tier auch immer diese Spuren hinterlassen hat, es ist riesig. Diese Kratzer sind so weit oben, dass ich nicht drankomme. Ein idealer Platz für eine Fotofalle. Wenn dieses Tier hierher zurückkommt, werden wir gute Aufnahmen von ihm bekommen. Aber rätselhaft ist das Ganze schon. Ich habe so etwas noch nie gesehen. Nachdem er seine Fotofallen aufgebaut hat, macht sich Gordon wieder auf die Suche nach dem großen Ameisenbären. Bei Sonnenuntergang bereitet sich das Amazonas-Team auf eine weitere Nacht im Dschungel vor. Bryson dringt tiefer in den überschwemmten Wald ein. Seht euch das an. Ein riesiges Dreifinger-Faultier-Weibchen. Es schläft da einfach. Auch wenn sie immer müde. Wenn sich die Nacht auf unseren Planeten senkt und unsere vertraute Welt in Dunkelheit versinkt, beginnen seltsame Geschöpfe sich zu regen. Die meisten Tierarten auf unserem Planeten sind nachtaktiv. Aber das Schauspiel ihres nächtlichen Lebens bleibt unseren Augen verborgen. Es sind Geschöpfe, die sich einer Welt ohne Licht perfekt angepasst haben. Einer Welt, über die wir kaum etwas wissen. Ausgerüstet mit Spezialkameras ist ein Filmteam unterwegs in die entlegensten Regionen Südamerikas. Unglaublich! Um das geheime Leben der Tiere in der Nacht zu erkunden. Es ist eine Reise ins Unbekannte. Da ist er. Er kann mich riechen. Nicht weglaufen. Holt mich hier raus. Sechs Monate lang reist eine Gruppe von Biologen und Tierfilmern durch Mittel- und Südamerika. Durch Regionen mit den vielleicht vielfältigsten Lebensräumen der Welt. Sie wollen erforschen, warum Tiere die Nacht bevorzugen. Und wie sie überleben in einer Welt ohne Licht. Die erste Etappe waren die Dschungel von Costa Rica. Für den zweiten Abschnitt der Expedition geht es weiter nach Süden. Das Team hat sich aufgeteilt, um drei sehr unterschiedliche Lebensräume im dunklen Herzen Südamerikas zu erkunden. Der Fachmann für Insekten, Dr. George McGavin, erforscht in Venezuela einen Ort ewiger Finsternis. Eine Höhle, die noch nie ein Biologe betreten hat. Hier gibt es Höhlen, die in Millionen von Jahren entstanden sind und in die noch nie ein Sonnenstrahl gefallen ist. Alle Tiere dort haben sich über diesen enormen Zeitraum hinweg in völliger Finsternis entwickelt. Und vermutlich sind wir die ersten Menschen, die sie zu Gesicht bekommen. Die Höhle wurde 2009 von einem internationalen Höhlenforscherteam entdeckt. George hat sich der Gruppe angeschlossen, die jetzt zum ersten Mal in die Höhle zurückkehrt. Dieser Ort war so lange isoliert, dass wahrscheinlich alles, was wir hier entdecken, völlig neu ist. Ihr Basislager haben sie auf diesem riesigen Tafelberg aufgeschlagen. Der Höhleneingang liegt verborgen im dichten Dschungel, tief unter ihnen, am Fuß dieser Klippe.
Von hier bis zum Ende des Seils sind es 110 Meter. Das ist ein sehr langer Weg nach unten. Ein sehr, sehr langer Weg. Seit Millionen von Jahren ist die Höhle ohne Licht. Zeit genug für neue Spezies, um sich zu entwickeln. Was für Geschöpfe leben hier? Und wie haben sie sich in der ständigen Dunkelheit eingerichtet? George will es herausfinden. ...2700 Kilometer weiter südlich, am Rand des Amazonasbeckens, ist der Naturfilmer Gordon Buchanan auf dem Weg ins Pantanal, dem größten Binnenfeuchtgebiet der Welt und dem vielfältigsten. Das Pantanal ist eine der artenreichsten Regionen der Welt. Es ist voller Leben, aber die meisten Tiere, die man tagsüber sieht, ziehen sich in der Nacht zurück und werden durch eine völlig andere Art von Tieren abgelöst. Und über dieses nächtliche Treiben ist so gut wie nichts bekannt. Gordon macht sich an die Arbeit. Ganz oben auf seiner Wunschliste steht eines der merkwürdigsten Lebewesen Südamerikas, der große Ameisenbär. In anderen Regionen sind Ameisenbären tagaktiv. Hier jedoch, so berichten Wissenschaftler, treten sie erst nach Anbruch der Dunkelheit in Erscheinung, um der erbarmungslosen Hitze zu entgehen. Es sind 42 Grad im Schatten. Keine Ahnung, wie viel's in der Sonne sind, aber es ist mörderisch heiß. Wie kommt ein eigentlich tagaktives Tier im Dunkeln zurecht? Eine hochmoderne Nachtsichtkamera soll Gordon helfen, das herauszufinden. Er will in Erfahrung bringen, was diese riesigen Tiere des Nachts unternehmen. In Venezuela hat George inzwischen den Höhleneingang erreicht. Es ist sein vorerst letzter Blick aufs Tageslicht. Bin durch. 4 Tage lang wird das Team dem Fluss 5 Kilometer weit durch die Höhle folgen, auf der Suche nach Leben in der Finsternis. Und schon nach wenigen Schritten... Seht euch das an. ...macht George eine erste Entdeckung. Das ist eins der bemerkenswertesten Höhleninsekten überhaupt. All diese Fäden werden von einer Fliegenlarve produziert. Da ist sie. Sie spinnt diese senkrechten Fäden und an denen sind extrem klebrige, schmierige Klümpchen. Da, fantastisch. Und da ist ein Beutetier. Es lebt noch. Dieses Raubtier nutzt die Dunkelheit. Es webt seine Falle in der Nähe des Höhleneingangs. Insekten, die sich hier hinein verirren, können die Fäden nicht sehen, in denen sich einige dann unweigerlich verfangen. Die Larve hangelt sich an dem senkrechten Faden nach unten, frisst die Beute und verschwindet wieder nach oben. Die Fäden sind überall. Für ein kleines fliegendes Insekt wie dieses steckt die Höhle voller Gefahren. Und so erwartet sie drinnen ein böses Ende. Naja, eher ein klebriges. Die Larvenfalle ist ein erstes beeindruckendes Beispiel für die Anpassung an ein Dasein ohne Licht. George und das Team dringen tiefer in die Unterwelt ein, auf der Suche nach weiteren Lebensformen. Weiter im Süden, am Oberlauf des mächtigen Amazonas, arbeitet sich das dritte Team in den peruanischen Regenwald vor. Ihr Basislager ist ein alter Flussdampfer. An Bord Tropenspezialist Bryson Voiron und Kamerafrau Sophie Darlington.
Der Amazonas ist der Traum eines jeden Naturfilmers. Hier gibt es die aufregendsten Tiere der Welt. Bryson ist Experte für die großen Säugetiere dieser Region. Am Tag weiß ich, was mich erwartet, aber nachts ist das was ganz anderes. Die meiste Zeit des Jahres ist der Urwald mehrere Meter hoch überflutet. Es ist ein einzigartiger Lebensraum, den das Team hier erforschen kann. Da es am Boden kaum trockene Flächen gibt, leben viele Tiere auf Bäumen. Sophie ist auf der Suche nach einem ganz besonderen Affen. Über 100 verschiedene Affenarten leben im Amazonasgebiet, aber nur eine kommt erst in der Nacht heraus. Der Nachtaffe. Es wäre fantastisch zu beobachten, wie sie sich nachts in den Bäumen bewegen. Sophie hat sich einen früchtetragenden Baum ausgesucht und hofft, dass die Affen zum Fressen kommen. Um mit ihnen auf einer Höhe zu sein, muss sie sich auf eine kleine Plattform 30 Meter über dem Wasser kauern. Es ist eine Herausforderung für sie. Sophie hat zwar 20 Jahre Erfahrung als Tierfilmerin, aber nur auf ebener Erde. Angenehm ist das nicht gerade. Ich find's echt hart. Ganz schön merkwürdiges Gefühl, so über den Bäumen. Sie wird Glück und Ausdauer brauchen, um brauchbare Aufnahmen von den Affen zu bekommen. Aber die Aussicht auf einen einzigartigen Einblick in das nächtliche Treiben hier oben ist alle Mühe wert. Während Sophie sich in den Baumwipfeln auf die Lauer legt, geht Bryson im Wasser auf die Pirsch. Er sucht nach nachtaktiven Tieren im Unterholz und in den Gewässern des Schwemmwaldes. Mein Plan ist, mit kleinen Booten, starken Taschenlampen und Scheinwerfern in den Wald einzudringen, um hoffentlich einige der Spezies zu entdecken, die in diesem Teil des Amazonas nachts unterwegs sind. Nacht senkt sich über Südamerika. Im Pantanal verlässt George das Lager und macht sich auf die Suche nach dem großen Ameisenbären. Unzählige Arten, die sich bei Tageslicht verborgen hatten, kommen jetzt nach und nach ins Freie. Die Nachtschicht hat begonnen. Es dauert nicht lange, bis sich im Sucher von Gordons Wärmebildkamera etwas tut. Right. Oh. Die Sensoren der Kamera reagieren auf warmblütige Tiere vor einem kühleren Hintergrund und lassen sie hell leuchten. Es ist ein Landu. Er kann nicht fliegen, aber es ist der größte Vogel Südamerikas. Da, ist das nicht niedlich? Er hat seine Küken dabei. Aber Nandus sind alles andere als niedlich, wenn es um ihre Jungen geht. Tagsüber halten sich die meisten Raubtiere von den riesigen Vögeln fern. Schließlich sind sie über 1,5 Meter groß. Und mit einem Tritt ihrer muskelbepackten Beine können sie fast jeden Knochen brechen. Aber in der Nacht sind die Karten anders verteilt. Da sie im Dunkeln kaum etwas sehen, haben sie einem Überraschungsangriff wenig entgegenzusetzen. Also machen sie das einzig Richtige. Sie gehen auf Tauchstation. Eine zweite Spezialkamera, die mit einem Licht aufnimmt, das Tiere nicht wahrnehmen können, ermöglicht Gordon einen noch intensiveren Einblick. 4 Tage lang wird das Team dem Fluss 5 Kilometer weit durch die Höhle folgen, auf der Suche nach Leben in der Finsternis. Und schon nach wenigen Schritten... Seht euch das an. ...macht George eine erste Entdeckung.
Das ist eins der bemerkenswertesten Höhleninsekten überhaupt. All diese Fäden werden von einer Fliegenlarve produziert. Da ist sie. Sie spinnt diese senkrechten Fäden und an denen sind extrem klebrige, schmierige Klümpchen. Da, fantastisch. Und da ist ein Beutetier. Es lebt noch. Dieses Raubtier nutzt die Dunkelheit. Es webt seine Falle in der Nähe des Höhleneingangs. Insekten, die sich hier hinein verirren, können die Fäden nicht sehen, in denen sich einige dann unweigerlich verfangen. Die Larve hangelt sich an dem senkrechten Faden nach unten, frisst die Beute und verschwindet wieder nach oben. Die Fäden sind überall. Für ein kleines fliegendes Insekt wie dieses steckt die Höhle voller Gefahren. Und so erwartet sie drinnen ein böses Ende. Naja, eher ein klebriges. Die Larvenfalle ist ein erstes beeindruckendes Beispiel für die Anpassung an ein Dasein ohne Licht. George und das Team dringen tiefer in die Unterwelt ein, auf der Suche nach weiteren Lebensformen. Weiter im Süden, am Oberlauf des mächtigen Amazonas, arbeitet sich das dritte Team in den peruanischen Regenwald vor. Ihr Basislager ist ein alter Flussdampfer. An Bord Tropenspezialist Bryson Voiron und Kamerafrau Sophie Darlington. Der Amazonas ist der Traum eines jeden Naturfilmers. Hier gibt es die aufregendsten Tiere der Welt. Bryson ist Experte für die großen Säugetiere dieser Region. Am Tag weiß ich, was mich erwartet, aber nachts ist das was ganz anderes. Die meiste Zeit des Jahres ist der Urwald mehrere Meter hoch überflutet. Es ist ein einzigartiger Lebensraum, den das Team hier erforschen kann. Da es am Boden kaum trockene Flächen gibt, leben viele Tiere auf Bäumen. Sophie ist auf der Suche nach einem ganz besonderen Affen. Über 100 verschiedene Affenarten leben im Amazonasgebiet, aber nur eine kommt erst in der Nacht heraus. Der Nachtaffe. Es wäre fantastisch zu beobachten, wie sie sich nachts in den Bäumen bewegen. Sophie hat sich einen früchtetragenden Baum ausgesucht und hofft, dass die Affen zum Fressen kommen. Um mit ihnen auf einer Höhe zu sein, muss sie sich auf eine kleine Plattform 30 Meter über dem Wasser kauern. Es ist eine Herausforderung für sie. Sophie hat zwar 20 Jahre Erfahrung als Tierfilmerin, aber nur auf ebener Erde. Angenehm ist das nicht gerade. Ich find's echt hart. Ganz schön merkwürdiges Gefühl, so über den Bäumen. Sie wird Glück und Ausdauer brauchen, um brauchbare Aufnahmen von den Affen zu bekommen. Aber die Aussicht auf einen einzigartigen Einblick in das nächtliche Treiben hier oben ist alle Mühe wert. Während Sophie sich in den Baumwipfeln auf die Lauer legt, geht Bryson im Wasser auf die Pirsch. Er sucht nach nachtaktiven Tieren im Unterholz und in den Gewässern des Schwemmwaldes. Mein Plan ist, mit kleinen Booten, starken Taschenlampen und Scheinwerfern in den Wald einzudringen, um hoffentlich einige der Spezies zu entdecken, die in diesem Teil des Amazonas nachts unterwegs sind. Nacht senkt sich über Südamerika. Im Pantanal verlässt George das Lager und macht sich auf die Suche nach dem großen Ameisenbären.
Unzählige Arten, die sich bei Tageslicht verborgen hatten, kommen jetzt nach und nach ins Freie. Die Nachtschicht hat begonnen. Es dauert nicht lange, bis sich im Sucher von Gordons Wärmebildkamera etwas tut. Right. Oh. Die Sensoren der Kamera reagieren auf warmblütige Tiere vor einem kühleren Hintergrund und lassen sie hell leuchten. Es ist ein Nandu. Er kann nicht fliegen, aber es ist der größte Vogel Südamerikas. Da, ist das nicht niedlich? Er hat seine Küken dabei. Aber Nandus sind alles andere. Im Pantanal wartet Gordon noch immer auf einen Ameisenbären. In einem kleinen Waldstück hat er eine Bewegung wahrgenommen. Es ist nicht der große Ameisenbär, den er sich erhoffte, aber einer seiner Vettern. Ist das nicht das merkwürdigste Tier, das man je gesehen hat? Ein kleiner Ameisenbär, nur wenige Meter vor mir. Unglaublich. Kleinere Ameisenbären verbringen bis zu 60% ihrer Zeit in Bäumen. Er ist runtergekommen. Vielleicht kann ich ihm folgen. Aber häufig verlassen sie ihren Hochsitz, um in einen anderen Teil des Waldes zu wechseln oder auf dem Boden nach Futter zu stöbern. Da ist er. Jetzt seht euch diesen mutigen kleinen Kerl an. Wahnsinn, einem wilden Tier wie diesem so nahe zu kommen. Ameisenbären sind entfernte Verwandte der Faultiere. Und auch sie stöbern sowohl am Tag als auch in der Nacht nach Futter. In diesem Baumstamm sind wahrscheinlich Ameisen oder Termiten. Ameisenbären sehen schlecht. Um ihren Feinden auszuweichen oder Beute aufzuspüren, sind sie auf ihre Nase und ihre Ohren angewiesen. Hier könnt ihr sehen, hinter was er her war. Diese Termiten. Er hat einfach die Rinde abgezogen. Unter diesem morschen Holz sitzen Millionen von Termiten. Also steckt er einfach die Zunge rein und leckt sie auf. Es gibt hier offensichtlich ausreichend Nahrung für Ameisenbären. Sogar für große. Ein vielversprechendes Zeichen. George ist inzwischen gut 3 Kilometer tief in die Höhle eingedrungen. Nur wenige Lebewesen können in dieser totalen Finsternis existieren. Oh my God! Mein Gott! Ich kann kaum glauben, was ich da sehe. Eine schwimmende Grille. Oh. Oh my God! Ein ausgewachsenes Weibchen. Das ist eines der merkwürdigsten Höhlentiere, das ich jemals gesehen habe. Grillen gibt es auf der ganzen Welt, aber diese Art ist einmalig. Indem es sich seiner Umgebung anpasste und sich ganz auf seinen Tast- und Geruchssinn verließ, wurde dieses sonderbar aussehende Tier zum Beutemacher schlechthin. Es ist für die Jagd in absoluter Dunkelheit perfekt ausgerüstet. Es hat alles, was es dazu braucht. Lange, extrem sensible Fühler und 2 Palpi, um seine Beute zu ertasten. Dann diese außergewöhnlich stacheligen Beine. Wenn es damit etwas berührt, spürt es das und packt seine Beute mit diesen enorm großen Kiefern.
Das ist der Löwe dieser Höhle. Jemand, dem man nicht so gern begegnet, wenn man ein Käfer ist. Schaut sie euch an. Sie ist riesig. Gott, ist die stark. Und sie versucht mir den Finger zu beißen. Sie will mir den Daumen abschneiden. Hey, ich halte dich nicht mal fest. Geh einfach weg, bitte. Hoffentlich werde ich sie so los. Tiere können im Dunkeln genauso gut leben wie wir im Tageslicht. Sie brauchen lediglich die richtigen Sinne, Tastsinn, Geruch und Gehör. Als sich Bryson in die Tiefen des Schwemmwaldes vorarbeitet, trifft er auf ein Geschöpf, dessen Gehör seinesgleichen sucht. Da schwimmt ein Delfin neben meinem Boot. Sie sind nachts ziemlich laut. Es ist eine ganze Schule, man kann sie atmen hören. Right next to the boat. Tausende Kilometer von mir entfernt haben diese rosa Flussdelfine die Voraussetzungen für das Leben im Süßwasser des Schwemmwaldes entwickelt. Um sich zurechtzufinden und zu jagen, senden sie Klicklaute aus und orientieren sich an den Echos. Mir war nicht bewusst, dass der Dschungel so hoch überflutet ist, dass ein Delfin tatsächlich hier, mitten im Wald, kilometerweit vom Fluss, auf Nahrungssuche gehen kann. Und sie tun es in der Nacht. Dank ihres perfekt abgestimmten Sonars finden sich die Delfine in dieser totalen Finsternis hervorragend zurecht. Tastorgane, ähnlich den Schnurrhaaren einer Katze. Und in seinen Schuppen verfügt der Mini-Wels über Geschmacksknospen, mit denen er sich den Weg zur nächsten Mahlzeit erschmecken kann. Der Regen spült reichlich Nahrung in die Höhle. Flick, Algen. Und all das wird hier abgelagert. Er muss nirgendwo hin, um zu fressen. Das Futter kommt zu ihm. Okay, Zeit, dass wir unseren kleinen Star wieder seiner Wege ziehen lassen. To go back into the wild. Wundervoll. Im Pantanal wartet Gordon immer noch darauf, einen großen Ameisenbären zu Gesicht zu bekommen, von dem es heißt, dass er hier nachts aktiv ist. Der Baum hier ist perfekt. Um seine Chancen zu erhöhen, installiert Gordon Fotofallen in dem Gebiet, in dem Ameisenbären gesehen wurden. So, kann losgehen. Ready to go. Wenn sich ein Tier in der Nacht diesen Bäumen nähert, wird ein Infrarot-Bewegungssensor die Kameras auslösen. Und was immer das Tier tut, wird aufgezeichnet. Oh, look at this. Seht mal hier. Das sind sehr interessante Spuren an diesem Baum. Sieht aus, als hätte jemand mit einer Machete dran rumgehackt. Aber es sind zu viele Kratzer, um von einem Menschen zu stammen. Hier ist eine große Kerbe. Welches Tier auch immer diese Spuren hinterlassen hat, es ist riesig. Diese Kratzer sind so weit oben, dass ich nicht drankomme. Ein idealer Platz für eine Fotofalle. Wenn dieses Tier hierher zurückkommt, werden wir gute Aufnahmen von ihm bekommen. Aber rätselhaft ist das Ganze schon. Ich habe so etwas noch nie gesehen. Nachdem er seine Fotofallen aufgebaut hat, macht sich Gordon wieder auf die Suche nach dem großen Ameisenbären. Bei Sonnenuntergang bereitet sich das Amazonas-Team auf eine weitere Nacht im Dschungel vor. Bryson dringt tiefer in den überschwemmten Wald ein.
Stopp! Seht euch das an. Ein riesiges Dreifinger-Faultier-Weibchen. Es schläft da einfach. Auch wenn sie immer müde wirken, Faultiere verbringen mehr Zeit im Wachzustand als schlafend. Sie sind polyphasisch, das heißt sowohl tag- als auch nachtaktiv. Da, sie fängt an zu klettern. Nachts in Baumwipfeln herumzuklettern ist gefährlich. Eine falsche Bewegung könnte zum tödlichen Absturz führen. Bryson bietet sich die Chance, einige der überaus speziellen Fähigkeiten der Faultiere zu studieren. Sie riecht den Zweig, auf dem sie klettert. Faultiere würden nie auf einen abgestorbenen Ast steigen. Sie haben einen erstaunlichen Geruchssinn. Faultiere können einen brüchigen, verrotteten Ast allein am Geruch erkennen. Und damit sie sich in der Nacht in den Baumkronen zurechtfinden, erstellt ihr Gedächtnis einen regelrechten Baumatlas. Sie können sich genau daran erinnern, wie die Baumwipfel miteinander verbunden sind. Sie weiß wahrscheinlich ganz genau, wo sie hingeht. Sie ist weit genug unten. Wir können sie uns mal genauer ansehen. Sie ist hinter den Ästen. Da oben. Die meiste Zeit ihres Lebens verbringen Faultiere hoch oben in den Bäumen. Dass eins so weit herunterkommt, ist selten. Faultiere sind Brysons Spezialgebiet. So eine Gelegenheit kann er sich nicht entgehen lassen. Wow. Ist sie nicht eine Schönheit? Schaut sie euch an. Absolut umwerfend. Seit 10 Jahren arbeite ich jetzt mit Faultieren. Es stresst sie nicht wirklich, wenn man sie so nimmt. Sie fühlen sich ganz wohl dabei. Aus der Nähe sehen sie wirklich seltsam aus. Erstaunlicherweise haben Faultiere nichts dagegen, dass ihr Fell vor Insekten nur so wimmelt. Faultiere haben eine spezielle Beziehung zu einer Motte, der sogenannten Faultiermotte. Diese Motten verbringen ihr ganzes Leben auf dem Rücken eines Faultiers. Da krabbelt gerade eine auf ihr rum. Der Faultierpelz schützt die Motte vor Feinden. Aber ob das Faultier etwas von dieser Verbindung hat, und wenn ja, was, bleibt sein Geheimnis. Jetzt hat sie meine Lampe. Ich glaube, sie will heim. Ich setze sie wieder in ihren Baum. Okay, ab nach Hause. Wenn sich die Nacht auf unseren Planeten senkt und unsere vertraute Welt in Dunkelheit versinkt, beginnen seltsame Geschöpfe sich zu regen. Die meisten Tierarten auf unserem Planeten sind nachtaktiv. Aber das Schauspiel ihres nächtlichen Lebens bleibt unseren Augen verborgen. Es sind Geschöpfe, die sich einer Welt ohne Licht perfekt angepasst haben. Einer Welt, über die wir kaum etwas wissen. Ausgerüstet mit Spezialkameras ist ein Filmteam unterwegs in die entlegensten Regionen Südamerikas. Unglaublich! Um das geheime Leben der Tiere in der Nacht zu erkunden. Es ist eine Reise ins Unbekannte. Da ist er. Er kann mich riechen. Nicht weglaufen. Holt mich hier raus. Sechs Monate lang reist eine Gruppe von Biologen und Tierfilmern durch Mittel- und Südamerika. Durch Regionen mit den vielleicht vielfältigsten Lebensräumen der Welt. Sie wollen erforschen, warum Tiere die Nacht bevorzugen und wie sie überleben,
In einer Welt ohne Licht. Die erste Etappe waren die Dschungel von Costa Rica. Für den zweiten Abschnitt der Expedition geht es weiter nach Süden. Das Team hat sich aufgeteilt, um drei sehr unterschiedliche Lebensräume im dunklen Herzen Südamerikas zu erkunden. Der Fachmann für Insekten, Dr. George McGavin, erforscht in Venezuela einen Ort ewiger Finsternis. Eine Höhle, die noch nie ein Biologe betreten hat. Hier gibt es Höhlen, die in Millionen von Jahren entstanden sind und in die noch nie ein Sonnenstrahl gefallen ist. Alle Tiere dort haben sich über diesen enormen Zeitraum hinweg in völliger Finsternis entwickelt. Und vermutlich sind wir die ersten Menschen, die sie zu Gesicht bekommen. Die Höhle wurde 2009 von einem internationalen Höhlenforscherteam entdeckt. George hat sich der Gruppe angeschlossen, die jetzt zum ersten Mal in die Höhle zurückkehrt. Dieser Ort war so lange isoliert, dass wahrscheinlich alles, was wir hier entdecken, völlig neu ist. Ihr Basislager haben sie auf diesem riesigen Tafelberg aufgeschlagen. Der Höhleneingang liegt verborgen im dichten Dschungel, tief unter ihnen, am Fuß dieser Klippe. Von hier bis zum Ende des Seils sind es 110 Meter. Das ist ein sehr langer Weg nach unten. Ein sehr, sehr langer Weg. Seit Millionen von Jahren ist die Höhle ohne Licht. Zeit genug für neue Spezies, um sich zu entwickeln. Was für Geschöpfe leben hier? Und wie haben sie sich in der ständigen Dunkelheit eingerichtet? George will es herausfinden. ...2700 Kilometer weiter südlich, am Rand des Amazonasbeckens, ist der Naturfilmer Gordon Buchanan auf dem Weg ins Pantanal, dem größten Binnenfeuchtgebiet der Welt und dem vielfältigsten. Das Pantanal ist eine der artenreichsten Regionen der Welt. Es ist voller Leben, aber die meisten Tiere, die man tagsüber sieht, ziehen sich in der Nacht zurück und werden durch eine völlig andere Art von Tieren abgelöst. Und über dieses nächtliche Treiben ist so gut wie nichts bekannt. Gordon macht sich an die Arbeit. Ganz oben auf seiner Wunschliste steht eines der merkwürdigsten Lebewesen Südamerikas, der große Ameisenbär. In anderen Regionen sind Ameisenbären tagaktiv. Hier jedoch, so berichten Wissenschaftler, treten sie erst nach Anbruch der Dunkelheit in Erscheinung, um der erbarmungslosen Hitze zu entgehen. Es sind 42 Grad im Schatten. Keine Ahnung, wie viel es in der Sonne sind, aber es ist mörderisch heiß. Wie kommt ein eigentlich tagaktives Tier im Dunkeln zurecht? Eine hochmoderne Nachtsichtkamera soll Gordon helfen, das herauszufinden. Er will in Erfahrung bringen, was diese riesigen Tiere des Nachts unternehmen. In Venezuela hat George inzwischen den Höhleneingang erreicht. Es ist sein vorerst letzter Blick aufs Tageslicht. Bin durch. Andere als niedlich, wenn es um ihre Jungen geht. Tagsüber halten sich die meisten Raubtiere von den riesigen Vögeln fern. Schließlich sind sie über 1,5 Meter groß. Und mit einem Tritt ihrer muskelbepackten Beine können sie fast jeden Knochen brechen. Aber in der Nacht sind die Karten anders verteilt. Da sie im Dunkeln kaum etwas sehen, haben sie einem Überraschungsangriff wenig entgegenzusetzen.
Also machen Sie das einzig Richtige. Sie gehen auf Tauchstation. Eine zweite Spezialkamera, die mit einem Licht aufnimmt, das Tiere nicht wahrnehmen können, ermöglicht Gordon einen noch intensiveren Einblick. Die Küken sind Mini-Versionen der Erwachsenen. Das ist übrigens nicht die Mutter, sondern der Vater. Das Weibchen legt die Eier, der Vater brütet sie aus. Für sie war es das dann. Und er macht das unglaublich gut. Er nimmt sie unter seine Flügel. Aussitzen ist eine überraschend erfolgreiche Taktik, um sich im Dunkeln vor Raubtieren zu schützen. Genau wie Menschen sind auch Nandus im Dunkeln so gut wie blind. Aber sie können sehr gut hören. Beim ersten Geräusch stieben sie auseinander. Dann ruft das Männchen seine Küken wieder zu sich, um an einem anderen, sichereren Ort die dunklen Stunden zu überstehen. Für das Amazonas-Team, Sophie und Bryson, heißt es Geduld haben. So viele Moskitos habe ich noch nie gesehen. Jetzt jede Minute ist die Hölle. Um in der Dunkelheit an das Blut ihres Opfers zu kommen, orientieren sich die Moskitos am Kohlendioxid, das Sophie ausatmet. Wenn du dermaßen gestochen wirst, ist es verdammt schwer, ruhig und konzentriert zu bleiben. Ich bin ganz schön fertig. Ich will eigentlich nur noch schlafen. Als der Tag anbricht, ändert sich die Szenerie im überfluteten Wald. Eine andere Art von Tieren taucht auf. Das Sonnenlicht macht aus dem Dschungel einen freundlicheren Ort. Und für das Team ist endlich Gelegenheit zur Erholung. Während draußen der Tag zur Neige geht, verfolgt George tief im Inneren des Tafelberges seinen Weg durch die ewige Finsternis. An der Oberfläche hilft ausgeklügelte Technik, die Geheimnisse der Dunkelheit zu enthüllen. Hier unten ist George, ganz altmodisch, nur auf seine Augen angewiesen. Inzwischen sind sie in tiefere Regionen vorgestoßen und hier hat das Höhlenforscherteam vor 3 Jahren etwas ganz Besonderes entdeckt. Was wir suchen, ist ein kleiner, blasser Wels. Dieser Wels gehört höchstwahrscheinlich einer neuen Spezies an und ist vermutlich die einzige Fischart, die in diesen Bergen vorkommt. Wie kommt er hierher? Und wie überlebt er im Dunkeln? George! Habt ihr einen? Well done, guys. Gut gemacht, Jungs. Seht ihn euch an. Hier ist er. Fantastisch. Ich halte in meiner Hand die einzige Fischart, die je in einem Tafelberg gefunden wurde und die nur in diesem Höhlenfluss lebt. Und er ist irgendwie hier hineingekommen. Es ist eine außergewöhnliche Entdeckung. Angesichts der Tatsache, dass es weit und breit keinen anderen Fisch gibt, ist es ein Rätsel, wie es seine Vorfahren in die Höhle verschlagen hat.
Seit Jahrtausenden von der Außenwelt abgeschnitten und in völliger Dunkelheit verloren diese Welse nach und nach ihr Hautpigment, das ihnen draußen zur Tarnung diente. Ohne Licht hat es keine Funktion. Von einer Generation zur nächsten passten sich diese Fische immer mehr der Dunkelheit an. Ich bin mir nicht sicher, ob er völlig blind ist. Er hat Augen, aber noch eine Million Jahre und er wird vollständig blind sein. Sie entwickeln sich in der totalen Finsternis dieser Höhle. Augen sind für sie absolut wertlos. Statt seiner Augen nutzt dieser Fisch andere Sinne. Die langen Barteln am Maul sind